Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ich bin's! Ich! Nein, Leute, das war mein erstes richtiges Video, so was ich jetzt hier One-Take mache. Facecam, Macecam und so alleine, ohne irgendwie jemanden bei mir zu haben. Deswegen, Ladies and Gentlemen, ich habe keinen Plan, was ich jetzt begrüßen und sagen soll. Deswegen, ey, Leute, ich bin's einfach, okay? So. Okay. Auf jeden Fall, Leute. Lange habt ihr drauf gewartet, beziehungsweise sehr viele haben drauf gewartet. Die haben mich voll getextet, gefragt und dies und das gemacht, extrem viel Support und alles. Ich weiß, Leute, ich weiß. Ihr habt echt lange darauf gewartet und ihr habt auch keinen Bock mehr drauf zu warten. Deswegen, Leute, jetzt kommt's. Das ist auf jeden Fall das Informationsvideo zu dem 1 gegen 1. Und es wird auch auf jeden Fall ein paar Informationen zu meinem Clan geben, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Gönnt Support, Ladies and Gentlemen. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit dem 1 gegen 1 Modus. Alles klar? Die Leute, die sich jetzt denken und, übrigens, ich spiele gerade Solo. Hier, dass es nicht ganz so langweilig ist. Alles klar? Okay. Auf jeden Fall, die Leute, die sich jetzt denken, was labert der 1 gegen 1, 1 gegen 1 Modus? Leute, viele haben sich gewünscht, gegen mich ein 1 gegen 1 zu machen, beziehungsweise haben gefragt, getan und was weiß ich, ne? Ich habe mich dazu bereit erklärt und gesagt, alles klar, Leute, ihr könnt gerne gegen mich ein 1 gegen 1 machen. Ich lasse mir was überlegen, was einfallen. Und, genau, Leute, ich habe mir das so gedacht, dass ich mit euch, also mit meinen Zuschauern, mit der Familie, mit den Jungs, mit den Mädels, ein 1 gegen 1 machen. Ladies and Gentlemen, jeder kann da mitmachen. Das Ganze wird im Kreativmodus stattfinden, logischerweise. Und, das Ganze wird auch auf meiner Map stattfinden. Der liebe Luca aus meinem Bauteam hat da was Geiles gezaubert auf jeden Fall. Da wird das Ganze gemacht. Und Leute, jetzt kommt dazu, wie ihr mitmachen könnt. Okay? So, euren Instagram-Namen in den Kommentar reinschreiben, Leute. Da sehe ich dann alles klar, wer hat Bock, wer will dabei sein und dies und das andere, das andere. Ich werde mich dann bei euch melden, per Instagram. Ich werde euch anschreiben und sagen, ey, yo, dies, das, was ich gemeldet. Hättest du Bock? So. Und ich werde mir dann da 2 bis 3 Leute raussuchen. Okay? Und mit denen 1 gegen 1 machen. Also jetzt auch nicht einmal oder zweimal oder was weiß ich. Wir können ruhig ein paar Mal 1 gegen 1 machen. Boah. Der hat ja gar kein Aim, Alter. So. Und ich null Move. Aber egal, ist nicht schlimm. So, Ladies and Gentlemen. Und zwar, wie gesagt, jeder kann da mitmachen. Davon wird es auch eine Aufnahme geben. Ich werde versuchen, in der Woche 1 bis 2 Aufnahmen fertigzustellen. Beziehungsweise dass ihr Bescheid wisst, dann 1-2 Aufnahmen heißt, 1-2 Mal dann immer wieder neue Leute raussuchen, dass wir dann 1 gegen 1 machen, Leute. Egal wie gut du bist, egal wie schlecht du bist, jeder kann mitmachen, Leute. Ist scheißegal, ob du Handyspieler bist oder PC-Spieler oder was auch immer. Können wir ganz easy peasy machen. So, wie gesagt, immer 2-3 Leute sind dabei und der Rest wird dann geguckt. Das Ganze ist auch sehr interessant für den Clan, lesen, weil so kann ich auch gucken, wer hat wirklich Bock auf den Clan und wer ist wirklich auch gut genug für den Clan. Ich weiß, ich bin jetzt kein wirklicher Gegner. Aber, mein Gott, der Robber, was will der von mir? Der Robber, das ist weit genug auf jeden Fall. Genau, da kann ich auch gucken, ob derjenige geeignet für den Clan ist oder nicht. Da werden wir uns die Spiele auch auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken. Genau, das wird erstmal so laufen, Ladies and Gentlemen. Okay, wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben, euren Instagram-Namen. Ich werde mir dann 2 bis 3 Leute rauspicken und das bei jedem Mal. Okay, so, und wenn wir dann sozusagen ein Video hochgeladen haben, dann können sich wieder 2 bis 3 Leute anmelden, einmal wieder Instagram-Namen reinschreiben und immer so weiter, immer so weiter. Ich werde auch darauf achten, dass sich immer wieder dieselben Leute dran kommen, beziehungsweise, dass wir auch irgendwie hinkriegen, dass ein bisschen Abwechslung da ist. Oh, ich dachte, ich hab... Wo ist mein Aim? Oh, die Standbilder! So. Es kann natürlich nicht sein, Leute, deswegen regt euch darüber nicht auf, dass ihr ein bisschen länger warten müsst oder so. Manche beim ersten Mal direkt reinkommen und andere erst nach, weiß ich, 3, 4 Folgen oder so. Okay, Leute, deswegen nimmt das Ganze ganz entspannt. Wie gesagt, ich versuche deshalb 2 bis 3 Aufnahmen in der Woche zu machen. Weil nehmen wir an, ich mache jetzt 2 Aufnahmen in der Woche, da sind das auch schon 4 bis 6 Spieler. Deswegen, Ladies and Gentlemen, wir machen das schon. Okay, wie gesagt, das wäre jetzt alles eigentlich zu dem 1 gegen 1 Video. Ab jetzt zählt das nämlich. Ab jetzt könnt ihr ganz easy in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht machen wir schon diese Woche die erste Aufnahme und die ersten 2 Aufnahmen. Gucken wir da mal. Einfach in die Kommentare eure Instagram-Namen reinschreiben und ich schreibe euch dann. Okay, das war es dann eigentlich zu dem 1 gegen 1 Format. Dann, Ladies and Gentlemen, haben sich viele gefragt, was jetzt mit dem Clan ist. Viele haben nichts mehr von dem Clan gehört, seit langem, seit längerem. Oh, da ist jemand. Oh, Gott. Klar, mal. So, viele haben sich... Komm her!
und wie das Ganze weitergeht. Oh. Wie das Ganze jetzt weitergeht, Ladies and Gentlemen. Weil viele haben gesagt, ey, es ist wirklich sehr schwer, um in den Clan reinzukommen und so. Ich schaff das nicht. Und dies und das Ananas, Leute. Ich sag euch was, okay? Und zwar, Ladies and Gentlemen, es wird eine gewaltige Änderung zu dem Clan geben. Heißt, das ganze Level, um in den Clan reinzukommen, wird auf jeden Fall definitiv runtergeschraubt. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Weil, um in den Clan reinzukommen, muss ich selber gestehen, war es wirklich sehr schwer. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Egal, Leute. Auf jeden Fall, ich muss gestehen, es war echt sehr schwer, in den Clan reinzukommen. Es wird jetzt zwei Teams im Clan geben. Okay? So. Ob du jetzt im Team 1 bist oder Team 2 bist, du bist trotzdem im Polis Clan. Okay? So. Und zwar das Team 1. Warum gibt es das Team 1? Das Team 1 wird auf jeden Fall immer mitgenommen zu Clan-Duellen, zu Clan-Runden, zu High-Kill-Rounds und dies und das etc. pp, Ladies and Gentlemen. So, mit dem ersten Team wird auf jeden Fall ein bisschen mehr gemacht. Das zweite Team ist sozusagen ein Ersatzteam. Okay? So, falls einer aus dem ersten Team nicht kann, dann springt jemand aus dem zweiten Team ein. Das wird aber nicht immer so der Fall sein. Okay? Weil es kann ja auch so sein, dass es wirklich das erste Team eigentlich fast immer da ist, Ladies and Gentlemen. Deswegen, Leute, werden wir auch öfters aus dem zweiten Team welche mit reinnehmen. Alles klar? So, wie gesagt, trotzdem sind alle im Polis klar. Heißt, wir werden zusammen üben, wir werden auch zusammen Public zocken, wir werden auch zusammen dies machen, das machen, Ladies and Gentlemen, okay? Wir werden alles zusammen machen, ob Team 1 oder Team 2 ist in dem Moment dann scheißegal. Es wird auch demnächst auf jeden Fall, wenn der Clan ein bisschen größer wird, auf jeden Fall ein Clan-Account, beziehungsweise ein Clan-Kanal erstellt, Ladies and Gentlemen. Da wird es dann auch Clan-Streams geben, da wird es dann auch Clan-Videos von uns geben, auch ein paar Vorstellungen von einigen Spielern, die sich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, letzten Monaten, was auch immer, sehr gut bewiesen haben, eine extreme Entwicklung gezeigt haben, Ladies and Gentlemen, da wird auf jeden Fall einiges kommen, okay? So, im Team 2, Ladies and Gentlemen, um da reinzukommen, ganz easy, einfach aktiv supporten, korrekt sein, Bock auf das Spiel haben, Bock auf den Clan haben, natürlich muss man schon was drauf haben, ja, ich möchte jetzt nicht alle, die jetzt Bock haben, in den Clan reinholen, sondern da wird das Level auf jeden Fall ein bisschen reduziert. So, wie kommt ihr in das erste Team? Ladies and Gentlemen, da müsst ihr einfach krass sein, und ich finde, das kann man nämlich auch bei Bilal sehen. Bilal hatte, war im Clan, beziehungsweise ist in den Clan reingekommen, war ein guter Spieler, aber der ist in den Clan reingekommen und der hat sich komplett entwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles wegen Clan ist, auf gar keinen Fall, aber der hatte um sich herum einfach nur geile Spieler, mit denen er ständig zusammenspielen konnte, die haben sich ausgetauscht und sowas, und das könnte definitiv auch dem einen oder anderen helfen, einfach, auch wenn es so Settings sind. So, der eine hat die Settings, der andere hat die Settings, man tauscht ein bisschen aus und zack, bumm. Gibt es schon eine kleine Veränderung, Ladies and Gentlemen. Deswegen, Leute, es werden auf jeden Fall mehr Spieler in den Clan reinkommen. Wenn man Bock auf den Clan hat, einfach weiterhin zeigen, dass man es drauf hat, ob Custom Games oder Abo zocken oder was weiß ich. Einfach irgendwie irgendwo zeigen, dass man einfach der krass ist. Es wird auf jeden Fall schon einigen Zuwachs geben, okay? Diese Spieler werden es auf jeden Fall in der nächsten Zeit ein bisschen näher betrachtet. Das sind auch aktive Spieler, die man eigentlich so kennt und sowas. Wird geguckt, ob die noch Bock drauf haben, ob die noch das Zeug dazu haben. Und dann, Ladies and Gentlemen, wird geschaut. So. Die Spieler werden dann einfach verkündet, kommen rein und dann geht das Ganze auch schon los, Ladies and Gentlemen. Weil wir möchten langsam echt was aus dem Clan machen. Je mehr Spieler wir sind, desto geiler wird es auch, Leute. Da können wir besser was machen, dann können wir wirklich... Wird auf jeden Fall echt geil. Dann, Ladies and Gentlemen, ganz wichtig, es wird auch so einen Support-Bereich geben, Leute. Deswegen, jeder, der supporten möchte, jeder, der auch dabei sein möchte, ein bisschen schlechter als das andere und sowas und denkt, ey, ich schaff's nicht rein und dies, das, Leute, ey, ändert euren Namen in Polis, okay? Tragt vor euren Namen einfach Polis rein. Da check ich, alles klar, ist ein krasser Supporter. So, da fällt mir nochmal selber ein bisschen leichter, alles klar. Den gucke ich mir jetzt ein bisschen besser an. Der möchte unbedingt in den Clan, der möchte zeigen, der möchte supporten. Weil, Leute, wie geil wäre das denn, wenn man einfach random spielt, random public spielt und man sieht einfach jemanden in der Lobby drin, der einfach Polis vor seinem Namen hat. Am Nerven! Genau, Leute, ich habe jetzt wirklich viel drumherum geredet. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen oder irgendwas ausgelassen oder so. Ladies and Gentlemen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Das Ganze wird jetzt ein bisschen einfacher sein auf jeden Fall. Für jeden auch. Jeder, der Bock hat, kommt wirklich mit großer Wahrscheinlichkeit in den Clan rein, weil... Aim ist da.
Aber man hat auf jeden Fall viele gesehen, die wirklich Bock auf den Clan hatten, die es auch echt gut drauf hatten. Okay? Wo es jetzt nicht ganz ausgerechnet, um in das erste Team reinzukommen, aber ich kann euch vergewissern, für das zweite Team reicht es definitiv. Definitiv, Leute. Genau, Ladies and Gentlemen. Einfach aktiv sein, einfach supporten zu dem 1 gegen 1 Video, einfach. Wir haben einfach One-Shot hier. Egal. Ich bin durch, Leute. Ich habe eigentlich alles. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die, einfach in die Kommentare reinschreiben, Leute. Und dann sehen wir mal auf jeden Fall, was für einen Zuwachs es demnächst geben wird. Und wer alles Bock auf 1 gegen 1 hat, wer mich auseinander nimmt, wenn ich die Stirn halten kann. Deswegen, Ladies and Gentlemen, das war's auf jeden Fall von mir. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare. Instagram-Namen nicht vergessen, wenn ihr mitmachen wollt beim 1 gegen 1 Ding. Und wie gesagt, wenn ihr noch Interesse am Clan habt, einfach aktiv dabei sein. Es wird demnächst wirklich krassen Zuwachs geben. Das Video kommt jetzt morgen online. Es ist heute der 12. Vielleicht wird sogar heute ein bisschen Zuwachs. Ne, heute nicht. Ich glaube, wir machen das erst offiziell, nachdem das Video online ist. Also ab morgen könnten sogar schon einige Leute in den Clan reinkommen. Deswegen, Leute, einfach supporten, gönnen, dabei sein. Wir sehen uns, Ladies and Gentlemen. Ich liebe euch. Krasse Supporter. Seid ihr die Besten.